Hallo Leute, mein Name ist Jason Wesker und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich bin gerade dabei, mich an Mr. Knuddel vorbeizuschleichen. Mr. Knuddel, Mr. Knuddels, Mr. Umarmung. Mr. Umarmung hat auch irgendwie was. Mr. Grabby Hands, wie Markiplier sagen würde. Wie hat Jack ihn genannt? Mr. Tickles? I don't know. Ja, wenn du jetzt einfach mal so nett wärst, dich ein bisschen schneller zu bewegen, damit ich da hinten nach Statuen suchen kann. Das wäre ganz toll. Ah, das ist echt Folter. Okay, da hinten scheint es nicht wirklich weiter zu gehen. Ehrlich gesagt, nö. Ich will es einmal schaffen, ohne auch nur seine Aufmerksamkeit zu erregen. Da, wo ich gerade eben gestorben bin in der Ecke, dachte ich mir, hätten sie halt vielleicht auch eine Statue verstecken können. Wäre gemein gewesen, aber sie hätten es tun können.
Ach, fick dich doch. Weil das Scheißding jetzt noch ein Geräusch machen musste, einfach beim Absetzen. Es ist zwar vermutlich ein Unterschied zwischen bemerken im Sinne von er nimmt ein Geräusch wahr und schnauft einmal und ein zweites Geräusch folgt und dann sucht er nach mir, aber ich möchte es wie gesagt wirklich schaffen, ohne dass er auch nur einen Mucks hört. Was das Ganze, wie ich finde, nochmal spannender macht. Schaut euch mal sein Gesicht an. Runtergekrempelt bis zur Nase. Die kurzen Beine. Okay, ich sehe schon so ungefähr, was ich tun muss. Alter, wenn er das jetzt gehört hätte, ich wäre...
Es ist wirklich Folter. Das ist wirklich Folter, auf diesen knarzenden Brettern rumzulaufen, während er im Nebenraum ist. Da oben. Nicht wirklich was oder wie? Warum kann ich denn das Ding jetzt nicht werfen? Soll das Ding anschalten? Okay.
glaube, das probiere ich lieber nicht aus. Na komm. Okay. Na komm. Ach, fick dich doch. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt.
Komm, wie soll ich das denn? Problem ist, dass du erstmal den Käfig greifen musst, was er nicht sofort macht, wenn du hinrennst und die Taste drückst, beziehungsweise gedrückt hältst. Du den Stab erstmal rausgezogen hast, dann bist du sicher, weil dann erschrickt er und dann sind seine Hände wieder. Ja. Genau das. Was war das denn jetzt?
Und dann wieder ist er da und zieht und nichts passiert. Die Arme wurden wirklich abgetrennt. Schaut euch das an. Halt dein Maul. Hättest du mich in Ruhe gelassen, wäre das nicht passiert. Hui. Falsche Richtung, aber das war mir klar, ich wollte es nur mal testen. Da oben sehen wir auch schon den nächsten Gegner, den Koch, wie er eine raucht. Und wir sind wieder am Verhungern.
Muss das sein, die arme Ratte? Okay.
Und das, meine lieben Freunde, nennt man krankhaft fettleibig. Kann ich den da knuddeln? Müsste eigentlich funktionieren. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant. Raucherlunge, ne? Was bist du? Zwiebel? Was los? Kommst du nicht ran mit deinen Stummelärmchen? Verschmelzung von Gesicht mit Tisch? Raucherlunge schon wieder. Du hast nichts, aber auch gar nichts gesehen. Da kommst du nicht ran mit deinen stummen Ärmchen.
Okay, das war dämlich. Ich hätte ja eigentlich Lust, einfach alle Flaschen runterzuschmeißen, einfach um dem Typen auf den Sack zu gehen. Alter, das wird nix. Bist du so dumm oder tust du nur so? Okay, das war lustig. Ich würde eigentlich gern auf die Balken darauf hüpfen, aber ob das halt funzt. Shit. Die Musik, wenn er ein Geräusch gehört hat, ist ja echt cool. Zwillingstoilette für gemeinsames Scheißen. Seife. Nicht die Seife fallen lassen, ganz wichtig. Okay.
Täuscht mich das oder ist da eine Kerze? Nee, nee, das täuscht mich nicht. Da ist eine Kerze. Yay, eine Trophäe. Okay. Seife mitnehmen, ganz wichtig. Na, obwohl der da unten kann sie vielleicht besser gebrauchen. Ach komm, ich kann nicht zurück. Ach, fick dich doch. Okay, sie macht auf jeden Fall Seifengeräusche. Und ist auch flutschig wie Seife, wie man hier sehen kann. Ohne die Seife kann ich dann unters Bett. Na, mit Seife geweckt werden ist nicht so angenehm, oder? Auch wenn es dir gut täte. Die beiden Brüder. Ist eigentlich eine Leistung, dass der eine sogar noch hässlicher ist als der andere. Ball spielen. Ach, da der Schlüssel. Jetzt.
Ach komm, ist das dein Ernst jetzt? Ich will da raufklettern. Ah ja. Cool. Ist das dann sein Gesicht? Ja, das sind dann seine Augen. Okay. Gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.